Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Witcher 3 Wildhunt. Leider kommen wir da nicht rein, weil wir ja ein paar von denen niedergemetzelt hatten. Jetzt müssen wir halt zusehen. Bis zum Angriff. Was sagt man dazu? Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Reden wir mal mit ihm. Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Kennst du die Gegend? Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Okay, ich zahle. Gut, ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfels regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet, nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Ja. Gut, wir haben einen Punkt, Punkt, Punkt. Ach so, ich dachte, es wäre ein Punkt, Punkt, Punkt. Gut, dann lauf mal. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. So, über die Brücke. So, es wird mir angezeigt, oder? Rechts. Rechts. Der Hügel hinauf. Hier soll irgendwo ein Eingang sein. Warte. Der Wind heult. Ist das der Schrein? Moment, wo rennen wir denn überhaupt hin? Ah, oh, okay. Wir sind hoffentlich drin. Ich dachte schon, eine neue Quest finden. Ich die auch Plätze mitnehmen kann. Nicht rennen müssen. Egal, ein bisschen was für die Figur tun. Hier ist der Schrein. Da ist der Schrein. Der Durchgang muss hier irgendwo sein. Wie eine Höhle oder so? Da, sehe ich den. Da ist er.
bestimmt noch eine Fackel. Oh, gut. Oh, macht er jetzt erstmal die Fackel aus? Was ist das denn? Herzogswasser und Giftextrakt und Wasserweinzahn. Da ist eine Kiste. Smaragd und makelloser Amethyst. Pilze. Noch mal Pilze. Kleiner Dustbook. Blablabla. Also Schätze. Da. Und da. Und dann reicht. Leder, kleiner Tricklauf, Runenstein, Schema, Art, Skellig, Akton, Manuskriptseite, Alkoholist, Wasserflasche, Bedingung. Schema verbessert Wolfs Silberschwert. Jetzt müssen wir schwimmen, oder? Ja. Sieht so aus. Oder? Ja, schwimmen. Oh, kommst du nicht durch? Nein, komm nicht durch. Nimm bitte wieder das zur Hand. Hier geht's mal wieder raus. Tauchen. Aber da kommen wir nicht weiter. Hä? Da hoch? Oh. Öl, Eisenbahn, Lederstücke. Licht, ich bin fast da. Jetzt warte doch mal. Ah.
Okay. Ist auch noch was? Nein, wir haben den ist da. Nein. Okay. Er benutzt sie. Oh, schönes Wetter. In Vysima. Das waren Bälle. Anni und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Ah, unser Verfechter der Unterdrückten. Sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneider hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Ich bin kein Auftragsschläger. Ich weiß, wer du bist. Aber da du nach deinem Blutbad hier auftauchst, nehme ich an, dass du etwas Wichtiges zu erzählen hast. Ja. Mhm. Dann rede. Eins noch. Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden. Das mache ich nach unserem Gespräch. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Ja. Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Voltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Es ist grauenvoll, ein toller Komm zum Punkt. Es ist grauenvoll. Nein. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Komm endlich zum Punkt. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Cirilla, wenn du als Cirilla spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und hast keine Zeichen. Ja, okay. Oh, das war knapp. Ich muss hier weg.
braucht Hilfe. Ja, schon gut aus. Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja, ich auch. Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Was machst du denn hier? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Weißt du noch, wie du nach Hause kommst? Oder nein, warum den süßen Pfad folgen? Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Weißt du noch, wie du nach Hause kommst? Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Der Wolfskönig? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Keine Angst, ich beschütze dich. Schau, was ich auf dem Rücken habe. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helfe dir hoch. Folge Grit. Kritiker. Schnell, versteck dich! Ja, ich hau mal auf die Tasten hier. Das nicht auch mit dir was zu machen. Ciris Geschichte, der Wolfskönig. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut? Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Oh, massakriert. Ja. Von einem etwas mit enormen Klauen.
Siri. Dann folgen wir Michael wieder. Schau mal! Da ist etwas! Bleib hier! Geh nicht weiter! Aber... Nichts aber! Bleib hier! Ich muss mir was ansehen. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Na toll. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Bauch? Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbahn? Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Okay. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Okay. Ja. Dann sammeln wir mal Pflanzen auf. Wolfsbein. Und... Versteck dich, rasch! Warte, ich muss meine Gesundheit aufleveln. Oh. Krämpfe ohne Ende hier. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Wie hast du aber zugerichtet? Da wird der Wolfskönig... tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Tot. Nein, ist schon gut. Aber ein Schwein hier? Muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Mhm. Und hier sind Pflanzen. Das ist, glaube ich, eine Petersilie.
So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Okay. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Da folgen wir immer weiter. Achso, war das schon. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Ist das richtig hier hell? Okay. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Ja klar, geh voran. Der Wolfskönig wartet ja nur. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Ich. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Wir haben es geschafft. Er ist ja super, sie regeneriert sich selber. Mann, dem hast du es aber gegeben. Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Wir haben ihm bald eine Leiche gefunden. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch... Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Gut, gut. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich
Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Rede. Nein, du erzählst es mir jetzt. Los. Diese Schärfe. Hüte deine Zunge, Hexer. Denk dran, du schuldest mir was. Hast ein paar meiner guten Männer zerlegt. Wir sollten uns doch einigen, oder nicht? Sag's mir, es ist wichtig. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Ach, was soll ich dir... Warum sollte ich dir trauen? Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Abgemacht. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du gesucht? Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Habt ihr Feinde? Na klar. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens Taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Gab's etwas Ungewöhnliches? Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Fahren wir die Angelegenheit. Okay, wir folgen ihm. Karteneintrag. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut.
Ich ziehe ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Gut, aber das machen wir erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios. Überall nur gesehen.